Und damit willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir sind weiterhin in der Hauptstory von End of Dragons. In der letzten Episode haben wir versucht, ein paar Überreste des Schiffs der Aetherkling zu untersuchen und waren danach bei Oreen und haben eine Vision gehabt oder eine Zwiesprache mit dem Drachen, der alle erschaffen hat. Und Oreen soll diesen Platz übernehmen, erstaunlicherweise. Nun geht es aber weiter um Maitrin, denn June, die für die Jahrtechnologie hier in der Welt verantwortlich ist, hat mit dieser eine Abmachung getroffen. Und naja, wir sind jetzt auf der Suche nach ihr. Übrigens sehr schön hier. Sieht hübsch aus. Dieser kleine Pfahl. Und wir sind jetzt inzwischen in der Provinz hier bei Zhen Daijun und wollen uns den Tempel anschauen. Im Übrigen, wie ihr seht, habe ich hier einigermaßen alles abgefrühstückt. Jede Heldenherausforderung, die ich bisher hatte, war eine Zwiesprache gewesen. Also sehr entspannt und nicht zu schwierig. Aber jetzt betreten wir mal die Instanz und haben Versteck von Zhen Daijun. Marjorie, Golic, habt ihr etwas Interessantes gefunden? Wir haben Kommunikatorfrequenzen abgehört, um zu sehen, ob wir irgendwelche Aetherklingengespräche aufschnappen können. Wir fanden seltsame Ultraschallemissionen in dieser ungefähren Gegend. Ihr habt ein seltsames Geräusch gehört. Nun, die Spinnhöhle. Ich dachte schon da, aber eher hier. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Das Ultraschallsignal kam zum gleichen Zeitpunkt wie zwei Aetherklingen, die dieses Spinnennest betraten. Sie sind ins Nichts verschwunden. Die Spinnen haben sie nicht angegriffen. Wieso? Ich glaube, es war, weil sie das Signal gegen sie verwendet haben. In Ordnung. Soll ich da reingehen und die Spinnen töten? Letztes Mal, als ihr das getan habt, habt ihr eine gesamte Subspezies ausgelöscht. Ich habe eine bessere Idee. Wenn ich die Frequenz des Signals hinbekomme, kann ich das Spinnennest leeren, ohne ihnen Schaden zuzufügen. Na gut, aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Muss nur seine Wellenform säubern. Ja, es sind zwei Veteranenspinnen. Also man könnte hier wahrscheinlich die Höhle auch so säubern, aber ich würde sagen, wir machen mal die. Nicht! Ich bitte. Jetzt wird es eh zu spät. Ich muss mich einfach konzentrieren. Die pazifistische Variante. Ich habe es fast beinahe. Ja, genau, das ist es. Wartet, ich hab's! Okay, haben wir es einmal so rumgelöst. Waren vier Spinnen, zwei normale, zwei Veteranenspinnen. Ah, eine Minute ist schon knapp. Ihr seid ungeheuer ungeduldig. Ja, ich muss der Sache mit den Aetherklingen doch auf den Grund gehen. Ihr etwa nicht? Natürlich. Tut mir leid, ich war... Finden wir diesen Eingang. Selbst geheime Türen lassen sich erkennen. Werfen wir mal einen Blick darauf. Okay, wir sollen... Wir haben ja schon gelesen, es gibt irgendwelche Zeichen, die seltsam anmuten. Da geht's raus wieder an zwei Stellen. Passt nicht, Kommandeur. Schauen wir weiter. Okay, findet die Markierung. Wie sollen sie selber finden? Okay. So, ein Achievement, das heißt, man kann es vergeigen. Wenn wir zu lange brauchen, bestimmt, ja. Wir können auch nicht auf ein Fluggetier steigen. Die Frage ist, wer es zuerst findet. Okay, es ist Markierung an der Klattenwand. Immer gesehen. Hey, seht mal, hier eine Aetherkling-Markierung. Diese Wand, das ist ein Hartlicht-Hologramm. Wo hat die eine Markierung gesehen? Kompetenten Holoschmied stammen. Es muss einen Trick zum Deaktivieren geben. Ach, da! In Ordnung, also... Ah! Für Hartlicht braucht okay. Man eine Photonenschmiede. Nur so kann man Lichtpartikeln Masse verleihen. Vielleicht sollte euch jemand für diese Lektion im Holoschmiede-Jargon bezahlen. Schneller. Oh, darüber spreche ich für mein Leben gern. Auf jeden Fall ist diese Schmiede ein Einzelstück. Beeindruckend. Aber ihr Emitter hat einen fatalen Fehler.
Ihr hattet gesagt, es würde kurz. Oh, ein andauernder Kombinationsangriff sollte die Schmiede überladen. Schneller. Probiert's damit. Was ist das? Kombofeld. Aha! Ausgezeichnete Arbeit, Kommandeur. Kommt schon. Was wollt ihr? Der Kommandeur! Schade, hätte ich gern gefunden, die Markierung. Aber ich wusste nicht, welche Farbe sie hat. Aber Schwert mit Zahnrad und Schädel. Passt zu dem, was wir gelesen haben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Definitiv ein Ätherklingenlager in Sendaijun. Wie ich euch gesagt habe, ich breche jetzt auf. Wartet, wartet, wartet. Was? Wohin geht ihr? Mai Trin hat eine Menge zu verantworten. Und sie wird mir in die Augen blicken, wenn sie das tut. Kommandeur, ich mache mich auf den Weg. Kommandeur, sie ist weg. Wir haben das Lager noch nicht geräumt. Es könnte noch gefährlich sein. Ich gehe mit ihr, nur keine Sorge. Taimi, ihr bleibt bei Oreen. Keine Einwände von mir. Seid auf der Hut, Kommandeur. Okay, wir sollen erforschen den Unterschlupf. Wer kommt mit? Gorik? Ja. Wir können weiter ein Kombofeld darstellen, okay. Sieht eigentlich auch ganz malerisch aus, oder? Ja, diese rot-blau-grüne Farbgebung. Hast du wieder was zum Anhören? Oder? Oder nicht? Ja. Sie redet wieder mit ihrer Freundin. Das sind alles schlechte Ratschläge, basierend auf altem Groll und vergangenem Ruhm. Keine Vorstellungskraft. In den Nebeln mussten wir unsere Flagge reparieren. Und die Keile dafür bekamen wir nur von uns selbst. Von uns selbst in der Vergangenheit. Viele Leute wollen aufwirken, wer sie mehr waren. Die Teile, die sie hassen. Ich habe es tatsächlich umgesetzt. Zuerst war es beunruhigend. Dann befreit. Mein Schön hat es nicht geschafft. Es hat ihr Angst gemacht. Ich hätte es damals schon wissen sollen. Sich selber in der Vergangenheit töten? Na gut, haben wir das gefunden? Das war aber, glaube ich, nur ein kleiner. Also, wir könnten natürlich irgendwie runterspringen. Ist das ein anderer Weg? Runter? Nö. Dann gehen wir den mal. Sieht interessant aus, die zusammengeparkte Schiffe. Was sind denn alle? Hier gibt es eindeutig mehr Äther als Klingen. Und ich sage euch, es reicht nicht. Der Kapitän hat da keinen Zweifel gelassen. Psst. Hört ihr das? Wenn wir zurückschlagen, muss es gewaltig sein, ja? Es muss... wir brauchen überwältigende Kraft. Maulwurfgesicht hat mich schon gehört. Ich verlange von euch, Befehle zu befolgen. Ihr tötet sie, bis sie tot ist. Und dann wiederholt ihr das. Ist das klar? Tötet sie, bis sie tot ist, bis sie... Okay. Hallo, Ivan. Hier gibt es irgendwie noch ein kleines Versteck. Wenn du es nicht sofort bemerkst, hier gibt es 3 Truhen, die könnten interessant sein, aber werden aktuell nicht genutzt. Muss ich die angreifen? Kommandeur, was denn? Kein Drache diesmal? Das ist ein Wunderpunkt, zu dem wir gleich zurückkommen werden. Wo ist My Trin? Nein, ich habe meinem Kapitän einen Eid geschworen. Den gedenke ich zu halten. My Trin hat ihre engsten Freunde betrogen. Woher wisst ihr, dass sie euch nicht betrügen wird? Das ist nicht wahr. Es war Anka. Sie hat damit angefangen. Sie und Renjak und all die anderen. Sie haben ihre Eide gebrochen. Aber ich nicht. Nicht Ivan. Nicht Ivan. Okay, Ivan. Wieder Kampf. Meine Hartwichtschilde sind undurchdringlich.
aufgeben. Ich wette, er benutzt die gleiche hingeschlunzte Technologie, die den Weg hier rein blockiert hat. Jory hat recht, Kommandeur. Seine Photonenschmiede hat denselben Fehler wie die oben. Ihr nennt es Fehler. Wir haben es schon gemacht. Alles gut. Heilt es sich gerade ein bisschen? Ich dachte, wir waren schon mal bei 63 gewesen. Egal. Macht schon wieder gleich bei 50%. Das reicht! Volle Kraft auf die Photonenschmiede! Raus da! Oder ihr werdet verbrannt! Photonenschmiede, denke ich schon, ich bin bei Voyager angekommen. Was hat er hier? Photonenschmiedequelle. Okay, das ist wahrscheinlich einfach. Gorik hat irgendwas gekriegt. Schutz. Haltet euch zurück, lieber. Wenn ihr das tut, können wir reden. Ich werde ihr Vertrauen nicht missbrauchen. Ich bin der Einzige, der es noch könnte. Ich kann seine Photonenschmiede übersteuern. Dann mach das. Jetzt sofort. Ihr wollt, dass ich rede, was? Ich verspreche euch, ich bin nicht so leicht zu brechen wie euer asurischer Freund. Ich weiß nicht, wovon er da redet. Ihr werdet uns sagen, wo sich euer Kapitän versteckt, damit wir ein gepflegtes Gespräch führen können. Ich... Das kann ich nicht. Ich werde euch nicht sagen, wo der Schlüssel ist. Aha, es gibt also einen Schlüssel. Sehen wir uns mal um. Idiot! Hättest du doch nichts? Klar, öffne ihn auch noch die Tür, mach schon! Blöd wie blöd! Na gut, also wir hatten schon den Hinweis, dass hier Truhen sind. Hinter keiner von denen. Tut mir leid, ihr sagtet gerade... Kommandeur, bitte! Tut ihr nicht weh! Es ist nicht, wie ihr denkt. Könntet ihr vielleicht erklären, was das bedeutet? Es steht mir nicht zu. Okay. Also, Ivan, ihr Maulwurfleute, ihr wollt all ihre Sachen stehlen und sie dann allen anderen geben? Zum letzten Mal. Ich habe das Maulvitariat schon lange verlassen. Und eure Aufwartung von unserer Revolution ist einfach nur kindisch. Wir Schaufler wissen, dass die Bourgeoisie den Wert unserer Arbeit für ihren eigenen Profit stiehlt. Lügner! Ich habe euch nicht erlaubt, mein Zeug zu klauen und an andere zu verteilen. Ich habe hart gearbeitet, um alles zu rauben, was ich besitze. Der Laissez-faire-Kapitalismus wird zusammenbrechen, solange die Wohlhabenden ihren Reichtum horten und ihn dann einsetzen, um den Rest der Gesellschaft zu versklaven. Zurück, Ivan! Ich warne euch! Hände weg von meinen Sachen! Das hat man schon mal gehört, dass sie sich nicht gut verstehen. Interessant. Kriegt man da nochmal irgendwie achievements-technisch was in die Richtung? Schon einiges geholt, muss man sagen. Ja, das ist blöd, das hätte ich nicht gekriegt. Ja, das war knapp. Das geht auch. Befreit euch, das war am Anfang, wo ich einfach Gorik zugehört hatte. Das ist ein bisschen schwieriger. Wenn man alle töten möchte. Okay, dann nehmen wir den Schlüssel und nutzen den mal am... Na schön genug. Zeit für ein paar richtige Antworten. Kapitän Trin, zeigt euch. Oh, großartig. Jetzt habe ich den Drachen-Champion und die Spitzendetektiven Delacroix hier, die mir erzählen, wie grässlich ich bin. My Trin. Wow, ihr habt einfach
einfach alle hergebracht, was? Ihr könnt euch später selbst bemitleiden. Was sind eure Pläne, Trin? Wohin habt ihr eure Ätherklingen geschickt? Ich? Ätherklingen schicken? Warum würde ich das wohl tun? Keine Ahnung. Warum habt ihr ihnen befohlen, Orin mit diesem Magieextraktor zu töten? Das war nicht... Ich meine, es war nicht meine Absicht, sie... Nach allem, was wir durchgemacht haben. Allem, was ich euch gegeben habe. Und das ist der Dank dafür? Ihr habt recht. Piraten kann man nicht trauen. Ich bin erledigt. Wir sollten es zu Ende bringen. Jetzt. Hey, was macht ihr da? Ziele priorisieren. Hört auf und lasst sie gehen. Ihr seid nicht in der Lage zu kämpfen. Hört auf sie, Mai. So, was gibt's hier besiegt ohne Vergriff von Zeit? Oh, beziehungsweise, oh Gott. So ein bisschen Schaden da reinkommt. Wie viel Zeit waren es? 6 Minuten? Aber wahrscheinlich noch irgendwas anderes ist passiert. Schlagen, Kommandeur. Zu viele Angelegenheiten gleichzeitig zu bereinigen. Ich brauche nur ein wenig Hilfe. Nur ein wenig mehr. Oh Gott, sie wird irgendwas. Oh, sie wird größer. Sie verbringt ein paar Jahre in den Linken. Da begegnet man den faszinierendsten Leuten. Moment, was passiert gerade? Was macht sie da? Kommandeur, sie zapft die Macht der Nebel an. Genau wie ihr. Nein, nein, das hier ist anders. Sie beherrscht den Geist nicht, den sie beschwört. Nicht genug. Lebensbelegt. Okay, bei 90% das erste Mal. Was passiert dann? Welche Prozentstufe gibt es das nächste Mal irgendwas? Ah, ich sehe schon einmal der Zeit, es wird knapp. Oh Gott, ich bin drin. Das war knapp. Kann ich mich wieder mal heilen? Mädel? 50% wird das nächste sein, nehme ich an. Nee. Okay, wir sind kurz weg. Okay, wir brauchen Heilung. Weiß, dass es noch viel schlimmer wird gleich, der Kampf. Mist. Ich weiß nicht, ob sie mich wieder hochheben. Manchmal machen sie es im Kampf. Ich brauche mehr. Bitte. Ich darf nicht wieder verlieren. Ja. Scarlett. Sie ist es nicht. Das ist ein Wiedergänger, Echo. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hatte sie einen Schutzschirm oder sowas, deswegen musste man das alles noch besiegen. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten. War die Hälfte runter. Wird eher knapp, glaube ich. Da fehlt mir die Heilung zwischendurch. Und wenn ich immer tot bin, wird es komplett unmöglich, glaube ich. Kriegen auch kein Kombofeld mehr, leider. Mist. Bitte, Leute. Wie wär's? So, jetzt wenigstens ein bisschen Schaden machen am Stück. Und jetzt mal kurz weg und heilen. Mist. Das... Oh Gott, geh weg.
Okay. Solo ein bisschen schwierig. Ich habe noch 2 Minuten, ich hab's gerade nicht komplett sehen können. Okay. Sie ist zu stark. Diese Stimme. Dieses Lachen. Wie? Bringt sie zum Schweigen? Na, wahrscheinlich. Tja, das macht Alkohol und alles mögliche andere mit dir, wenn du deine eigenen Sachen tötest, also deine eigenen Klone in Vergangenheiten. Nicht Klone, Vergangenheiten. Du wirst die ganze Runde kloppen und dann nochmal Mai Tai selber in 1,33, das werde ich nicht schaffen. Bis dato werde ich nur einmal liegen oder so. Okay, das ist natürlich immer ein bisschen so abschätzen, auch bei solchen Kämpfen, wie schnell man sein muss. Man weiß ja nicht, dass nochmal sowas folgt. Achso, wartet mal. Stimmt, jetzt sehe ich es gerade. Das wird nichts. Naja. Leb, leb. Aber cooler Kampf, muss ich sagen. Hat er was. Also sind sogar noch veteranmäßig oder was? Scout Phantom. Okay, also ich dachte am Anfang so, das schaffen wir schon mit der Zeit irgendwie, aber das ist wirklich nice, ein bisschen viel. Da brauche ich definitiv Hilfe von einem Kumpel. Das waren alle, ja. Also eigentlich muss man so kämpfen, dass man immer hier mitgeht. So, und dann gibt es hier einen Kreis, ich denke, wir müssen drin sein. Ja. Unbesiegbar. Mal lange. Das hört auf. Auch die Musik dazu ist wirklich ein bisschen traurig. Wie gesagt, ich finde es immer noch schade, dass wir die Living World Staffel 1 spielen können, weil da hätten wir deutlich mehr über sie auch erfahren. Also so müsst ihr eigentlich spielen, ihr müsst hier langsam immer mitlaufen. Sie ist fort. Scarlet Dornstrauch. Meint ihr, sie könnte dahinter stecken? Sie starb auf der Bruchbringer. Wie Cass schon sagte, das war nur ein Echo. Ich kann euch nicht hören. Ich kann nicht. Das Gelächter. Was fehlt ihr denn? Wiedergänger können es ganz schön schwer haben, die ganzen Stimmen aus den Nebeln auszublenden. Ridlock brauchte anfangs eine Augenbinde. Etwas, mit dessen Hilfe er sich konzentrieren konnte.
Ein Moment. Ich überlege mir das. Ihr kümmert euch darum und ich nehme der Gefangenen ihre Waffen weg. Schneller! Ein bisschen Tuch werden wir doch finden können, oder? Ist das eigentlich das ein Kamin? Nee. Stoffzeug. In Ordnung. Das wird eine gute Augenbinde abgeben. Hier, nehmt das. Oh, danke. Es ist still. Mai, sagt uns, was ihr euren Ätherkling befohlen habt. Wo gehen sie hin? Sie sind drauf und dran, einen eurer Jadebetriebe anzugreifen. Aber nicht auf meinen Befehl. Ihr seid ihr Kapitän. Anka beging Meuterei. Nahm meine Schiffe und meine Besatzung. Sagte, ich sei gefühlsmäßig vorbelastet wegen unserer Geschichte. Anka beschwor eine Meuterei unter den Piraten herauf. Überrascht euch das? Überhaupt nicht. Wie finden wir sie? Ihr könnt sie mit den Transpondern des Schiffes aufspüren. Außerdem, hallo, ich sitze immer noch fest hier draußen. Ivan. Ivan, seid ihr denn nicht mit den anderen gegangen? Warum sollte ich? Wenn Ivan einen Eid schwört, dann ist er fürs Leben. Kommandeur, ihr könnt diese Konsole aktivieren. Herausfinden, wo die Schiffe das letzte Mal gesehen wurden. Okay, danke, Ivan. Dopp, dopp. Das ist ein recht weites Gebiet. Ah, verdammt. Renjak muss die Transponder beschädigt haben. Es wird euch den ungefähren Ort zeigen, aber das war's auch schon. Irgendwo in der Nähe von Kaineng grenzt das Ganze nicht sehr ein. Anka wollte nicht irgendein Ziel angreifen. Sie weiß, was sie will. Ich kann... Lasst mich helfen. Ihr wollt helfen? Wir werden euch helfen. In eine Gefängniszelle. Oder habt ihr schon euren Angriff auf Löwenstein vergessen? Nein, ich... Ich kann das alles nicht ungeschehen machen. Aber ich kann euch helfen, Anka zu finden. Bitte, lasst mich das machen. Glaubt ihr wirklich, dass wir nach heute einem einzigen Wort trauen, das aus eurem Mund kommt? Jory, ihr habt recht. Aber wir müssen Anka aufhalten, bevor es hier in Kanta ein zweites Löwenstein gibt. Kommandeur, was meint ihr? Wir nehmen Maitrin mit, unter strenger Bewachung. Und, Captain Trin, eine falsche Bewegung eurerseits. Und ihr kommt nicht lebend im Gefängnis der Löwengarde an. Ich verstehe. Außerdem behalte ich eure Waffen ein. Also gut. Ich rede mit einigen meiner Kontakte. Wenn diese Anka es auf Jun Layada abgesehen hat, müssen wir ihr zuvorkommen. Na gut. In der Zwischenzeit fahren wir nach Doi Kaineng und... Und werdet verhaftet, weil ihr keine Reiseerlaubnis habt. Ihr seid der schlimmste Albtraum eines kantanischen Bürokraten, Kommandeur. Scheint, als solltet ihr dem Ministerium für Transit mal einen Besuch abstatten. Na schön. Geht ihr Anker aufhalten und wir gehen zum Ministerium für Transit und erledigen Papierkram. Ministerium für Transit. Elektrisierend. Ja, wunderbar, oder? Ministerien ohne Ende. Was kriegen wir? Kriegen wir wieder so eine Abenteuergeschichte? Was kommt jetzt? XP, Beherrschungspunkt. Ja, wahrscheinlich hätte man entweder den Gegner vor sich angehen müssen. Dann wäre es schön ausgewichen, aber ich wollte ja parallel noch dies in der Zeit schaffen, aber beides auf einmal. Ah, beim ersten Versuch, ohne das Muskeln, was er kann, ist eher ein bisschen wieder natürlich. Gut, dann haben wir das erledigt und kleine Umwege machen dann die nächste Quest. Wir haben jetzt Maitai auf unserer, Maitrin bei uns und Ivan und ja, ich kann mir schon vorstellen, die werden noch ganz interessant und füllen unsere Ränge gut auf. Aber bis demnächst, euer Landitor. Tschüss.